Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Womo Adventure. Ja, im letzten Video sind beim Speichern 2 Minuten einfach verloren gegangen, deshalb diesen Abriss, ich entschuldige mich dafür. Das holen wir jetzt aber nach, das heißt, die ersten 2 Minuten sind eigentlich noch vom letzten Video angehängt. Aber es gibt einen Übergang, dann geht es gleich weiter mit unserer Reise, weiter im Iran und dann geht's an die Grenze nach Irak und in den Irak hinein. Ja, jetzt noch was zu Iran. Es hat uns wirklich sehr gut gefallen. Das Land ist sowas von gastfreundlich. Die Menschen sind nett. Und es ist auch ein extrem günstiges Land. Man kann da Gemüse kaufen, ganz viel, mehrere Kilo für 3-4 Euro. Oder eben auch essen gehen für 5-6 Euro in einem guten Restaurant. Oder Fastfood gibt es auch, dann kosten nur noch 3 Euro. Ja, und die Landschaft wunderbar. Also es ist wirklich der Hammer gewesen. Ich schwärme von diesem Land, muss ich sagen. Von den politischen Dingen, die da gerade ablaufen, ich lese ja keine Zeitung oder kein TV, gucke ich mir an, schon lange nicht mehr. Und von daher kriege ich gar nicht so viel mit, was die westlichen Medien da drüber schreiben. Ich selber habe einfach nur Gutes erlebt. Klar, wir wurden 5-mal kontrolliert von der Polizei. Meistens hat es mein roter Pass dann schnell aufgelöst. Auch in diesem Video seht ihr dann noch etwas, wo die Polizei mich kontrolliert hat. Aber es lief alles ganz, ganz fair ab und ganz freundlich ab. Keine Probleme gab es schlussendlich. Ja, also ich kann nur Gutes berichten und ich werde auf jeden Fall wiederkommen in Iran. Iran, du bist ein tolles Land. Und wirklich fantastisch. Du bist in meinem Herzen und da gehst du jetzt auch nicht mehr raus. Okay, dann lassen wir das Video laufen und schön seid ihr dabei. So, jetzt ist Endstation. Also im Taxi zurück, weil da ist gerade eher Verkehr. Wir essen heute mal im Silk Road Hotel. Ein bisschen was anderes, als wir sonst in den Imbissen bekommen haben. Immer diese Paparazzis da. Ja, genau. Lasst es euch schmecken. Natürlich toll aus mit Wasserspielen. Und gleich daneben ein paar Windtürme, typisch für Iran. So, jetzt sind wir in Persepolis, eine archäologische Stätte im Iran. Und ja, das ist Geschichte. Hier waren ganz viele Herrscher vom Persischen Reich, der Xerxes zum Beispiel.
Nebukadnezar heißt er auch. Die beiden sind in der Bibel sogar erwähnt. Ja gut, jetzt schauen wir das mal an. Ja, und was für hohe Säulen gibt es hier in der Apadana? Das ist das Herzstück der Anlage. Und da hat der König seine Audienzen gehalten. Also mindestens 15 Meter hoch. Das waren ein paar Bilder. Hey, das ist Zeitgeschichte. Wir sind jetzt da bei einem Grabmal auf einem Felsen, das letzte Bild. Und guckt euch das an im Hintergrund. Es ist extrem. Also das babylonische Reich oder persische Reich, es war gigantisch. Und es war längst, längst vor dem römischen, vor dem griechischen. Ja, unglaublich. He? So, diese 5 Kilometer weiter kann man hier nochmal Grabmäler ansehen. Ihr seht es da mitten in der Wand. Kleine Morgenwanderung und hier oben bei einer Tomb oberhalb von Shiraz gibt das natürlich genialen Ausblick. Unser lieber netter Freund, der Herr Polizist, den wir kennengelernt haben, hat uns jetzt hier zum Denkmal des Haves gebracht. Das ist der größte verehrte Dichter, der viel Romantik in die iranische Liebesgedichtkunst gebracht hat. Und er wird hier schwer verehrt. Und er ist hier begraben. Wir sind gerade im Restaurant auf Kashmir. Da gibt es Türen, wie Kunst, sind aber Fronten von LKWs. Und zwar 4 Stück sind die Falttüren. Ganz interessant. Also das Gebäude auf Kashmir, wer mal hier in Shiraz ist, nur zu empfehlen. Hier mal eine moderne Version eines Sangak-Ofens. Das ist das Steinbrot mit den kleinen Kieselsteinen. Ist das nun Kunst oder hat hier jemand richtig Polterabend gefeiert? So, wir sind ja in Shiraz und haben einen super Platz gefunden. Da ist die Stadt. Da unten stehen wir zum Schlafen, haben das entdeckt. Gestern haben wir dahinter geschlafen, aber da kamen viele Junge. Hier war mucksmäuschenstill, keiner kam. Und gleich oberhalb geht ein Pfad nach oben. Und da ist eine sagenhafte Höhle. Da haben sie vor Urzeiten sicher mal gelebt. Hä? Die Hunde wolltet ihr auch sehen, die sind natürlich meistens dabei, außer wenn wir in die Stadt reingehen, dann nicht. So, jetzt erkunden wir die Höhle. Da hinten sind 2 am Picknicken, es ist Donnerstag, die haben frei. Donnerstag, Freitag, dann kommen die Ausflüger. Ja, hier, Boden schön gerade. Oh, das ist wohl Neuzeit, ja. Interessant auf jeden Fall.
So, wir machen einen Stadtausflug zum Schiefenturm von Shiraz. Karikan heißt diese Burg. Das ist das Innenzentrum der Moschee Wasil. Kostet für Touristen 1 Million Rial, sind etwa 3 Euro, für Einheimische 10% davon, also etwa 30 Cent. Das machen die überall so, es kostet eigentlich überall, kostet dasselbe für Touristen immer mehr. So ist das. Und hier hat es, was hat er gesagt, 46 Säulen, Pillars auf Englisch. Wow, also. Wunderschön, hä? Das ist der Orient. Jetzt sind wir in den Bazar angekommen und das sieht doch toll aus. Und auch hier ist Bazarwelt und es hört fast nicht auf, ein Riesengang. Und das ist die andere Seite. Dahinter geht es noch weiter, also dass diese Bazare sind ja, ein Marathonlauf, kann man sagen. Hat dich doch reingelassen jetzt, hä? Für einen netten Special Price. Der René testet mal die iranischen Friseure. Wann war es? Vor 40 Jahren? Sicher vor 40 Jahren das letzte Mal. Beim Friseur. Und jetzt hier. Wagemutig. Für 3 Euro ein Kurzschnitt, was will man da sagen? Ne? Ja, wir werden gespannt sein. So, wir sind raus aus Shiraz und es geht weiter. Jetzt fahren wir eigentlich zur irakischen Grenze und das dauert jetzt aber 2-3 Tage und wir haben den ganzen Tag schon kein Internet, warum auch immer, obwohl wir gestern schön aufgeladen haben, auch mit VPN geht es nicht, also einfach, wir haben das abgestellt, weil vielleicht Freitag ist, ja mal schauen. Den haben sie den ganzen Felsen da ein bisschen abgehauen, bis hoch, du Wahnsinn, aber es sieht toll aus. Gestern noch aufgeladen, da geht nichts mehr. Also die Strecke hier übrigens ist von den Bergen runter Richtung Busch Air, aber nicht nach Busch Air rein, sondern wir fahren dann rechts die Küste hoch. Das Ziel ist heute mal das Meer und eben, wir haben immer noch kein Internet, den ganzen Tag schon. Hotspot ging, VPN geht auch.
aber auf beiden SIM-Karten geht einfach das Internet nicht, obwohl wir 15 GB haben. Ja, eben, das ist mal ohne Internet, das ist irgendwie speziell, so zu leben. Da vorne, alte Brücke. Die Landschaft hat sich total geändert. Wir fahren jetzt entlang am Meer und es hat Palmen ohne Ende. Gestern Abend im Dunkeln wurde ich noch angehalten von der Polizei. Ich bin da auf der Autobahn gefahren, dann haben sie da von Weitem gewunken. Dann habe ich abgebremst und dann kamen sie hinterher gefahren. Und dann meinte er, ich bin dann gleich mit dem Pass ausgestiegen und nach hinten gegangen. Und dann meinte er, das Kontrollschild müsse ein iranisches haben. Und dann ging das los mit Diskussionen, bla bla bla. Und im Pass hat er natürlich auch keinen Stempel gefunden, weil der nur auf dem Visa ist. Ich sei illegal eingereist, bla bla bla. Ich habe immer geschmunzelt und so wie jetzt eigentlich. Der konnte kaum Englisch, hat den Übersetzer genommen. Und dann habe ich ihm natürlich das abgestempelte Visa gezeigt, das Garne, wo mein Nummernschild drauf ist. Er hat da rumtelefoniert. Ja, das Ganze ging 10 Minuten. Zu dritt waren sie und eigentlich freundlich und ging alles korrekt. Er hat nur seinen Job gemacht und ich meinen. Und dann konnten wir weiterfahren, also alles gut. So, wir sind am Meer. Endlich! Und die zwei geben Gas. Die haben Freude natürlich. Ja, ja. So, wir fahren jetzt los. 300 Kilometer haben wir vor uns. Und, der Stein da. Das, was noch davon übrig geblieben ist. Also, 300 Kilometer haben wir vor uns bis zur Grenze vom Irak. Und da treffen wir dann den Benigos Overland, der ist woanders durchgefahren. Gestern hatte ich ja kein Internet, deswegen konnten wir uns nicht absprechen. Und wir treffen uns jetzt da, wenn alles gut geht. Wunderschöne Traumlandschaft vor uns. Wow, so sieht das aus. Hier an der Küste entlang eigentlich, gegen Norden. Es ist so irreal, man könnte meinen, wir sind in der Wüste, aber links ist ja das Meer. Also wir durchqueren eine Traumlandschaft, zumindest empfinde ich das so, mir gefällt das, diese Farbspiele in den Steinen. Da hinter mir war gerade eine Militärpolizeikontrolle. Jetzt gibt es ein bisschen mehr Kontrolle. Die haben mich natürlich gleich rausgewunken, weil die natürlich gucken wollen, was da kommt. Ein Fach musste ich öffnen, dann der Schweizer Pass und dann irgendwann nach einer Minute waren sie zufrieden und ich konnte weiter. Bis zur Grenze und wir fahren hier durch diesen Damm bei Sonnenuntergang. Aufstand bei unserem Camper. Hallo! So, wir sind jetzt im Zoll drin, werden da übernachten. Wir haben es geschafft, noch voll getankt.
noch 100 Liter für 12 Euro gekriegt. Ah, da hinten sind unsere Freunde. Sehr gut. Da, der Benni. So, wir werden morgen gemeinsam über den Zoll gehen. Wir sind in der irakischen. Visa geschafft, Visa. Prima. 75 Dollar plus 1 Dollar. Ging alles einfach. Ja. So, hier geht's ums Carnet de Passage. Swiss Chassis. Sie haben noch ein Chassis. Wir warten hier ein bisschen. Sie haben noch ein Chassis. Wir sind jetzt schon eingereist, aber jetzt muss hier noch was unterschrieben werden. Jetzt geht es noch ums Carnet. Wir werden hier durchgeleitet. Und jetzt noch den letzten Unterschrieben. So, wir sind endlich im Irak. Und das war ein Marathon, kann ich euch nur sagen. Und zwar vom Papierkrieg. Es ist zwar ein bisschen einfacher gegangen, wir mussten nicht allzu viel rumlaufen wie andere, aber bis das Zeug endlich fertig war und dieser Stempel und dieser und ja, das dauerte alles. 8 Stunden dauerte es insgesamt und das war ja der Wahnsinn. Wegen 2 Stunden Irak und dann geht's wieder von vorne los. Ja, aber jetzt sind wir mal drin, erste Hürde geschafft. Wir sind soweit ausgereist aus Iran und jetzt mal in Irak. Und ja, morgen geht's dann nach Kuwait. Und dann wieder ein Tag, ja, der vorbeigeht. Aber ja, besser drin als nicht drin. Wir sind im Iran angekommen. So sieht die Ausfahrt in den Irak in der Nacht aus. Sind wir mal froh, dass wir tagsüber da waren. So, das war es leider schon wieder, aber ich komme ja, ja bald wieder und berichte dann Neues, zwar von Kuwait und dann Saudi-Arabien. Wir werden jetzt bald in den Sand hineintauchen und wir werden so viel Sand um die Ohren haben, dass sie vielleicht irgendwann mal Genüge haben. Aber mir gefällt es, ich bin sehr gern in der Wüste vor allem und mir gefällt auch das Sandfahren. Von daher geht es spannend weiter dann im nächsten Video. Danke, wartet dabei und wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft mich auch gerne weiterempfehlen oder verlinken, was ihr wollt. Herzlichen Dank und bis bald.